Ja, hallo zusammen. Wir befinden uns hier im Museum Neukölln. Mein Name ist Udo Gößwald, ich bin der Museumsleiter und ich zeige Ihnen jetzt mal, wie eine Ausstellungseröffnung in Neukölln in Corona-Zeiten funktioniert. Was wir heute Abend hier versuchen wollen, ist eine Ausstellungseröffnung, wo sich die Besucherinnen und Besucher direkt beteiligen können. Und die Idee war, dass wir die Ausstellung von den Besucherinnen aufbauen lassen. Wir haben uns grundsätzlich gedacht, es wäre mal interessant, auf Grundlage der Fotografien mit Motiven zu arbeiten, die wir auf Würfel bringen. Das heißt, man kann eben mit diesen Würfeln, so wie man es aus anderen Zusammenhängen kennt, die Motive puzzeln und dadurch die Stadt, das Stadtbild von Neukölln durch die verschiedenen Epochen sehr gut kennenlernen. Um das spielerische Element hier in der Ausstellung zu betonen, haben wir kleinere Würfel für die Besucher bereitgelegt. Die dürfen sie dann würfeln und das Motiv, was oben erscheint, können sie dann auf den großen Bildwänden selber zusammenstellen. Das wäre jetzt das Motiv aus dem Jahr 2000, Gropiusstadt in einer nächtlichen Beleuchtung während einer Kunstaktion, die man selbst zusammenbauen kann. Ich stehe jetzt hier mitten in der Ausstellung und Sie sehen, ich habe einen dieser Würfel in der Hand. Und zwar sind das alles Motive von dem Fotografen Leon Koploff, die er in der U8 von Passagieren dieser U-Bahn-Linie gemacht hat im vergangenen Jahr. Und Sie sehen, die Besucher werden dann animiert, diese Figuren hier zusammenzusetzen. Und Sie sehen, hier entsteht dann eine Person, die genauso gut auch auf dem U-Bahnhof Boddingstraße in Neukölln stehen könnte. Das heißt, Sie sind jedes Mal beteiligt an dem, was Stadt eigentlich heißt. Stadt ist etwas, womit wir als Bürger und Bürgerinnen zu tun haben. Wir selber haben es in der Hand, die Stadt zu erfahren und auf diese Art und Weise auch Stadt neu zu entwickeln. Neukölln ist vor 100 Jahren zum Großstadtbezirk zu Groß-Berlin eingemeindet worden, war natürlich schon eine Großstadt, aber die Motive, die hier zusammengesetzt werden heute Abend, stellen Neukölln von 1920 bis 2020 dar. So lernt der Besucher etwas über Neukölln, wie sich die Stadt verändert hat. Er lernt die Fotografien zu lesen, er lernt auf Details zu achten und er kann sich selbstverständlich in der Ausstellung über weitere Dinge informieren. Und genau das ist jetzt in Corona-Zeiten die Idee, Kultur trotz Corona, indem wir sagen, wir machen eine Eröffnung für viele Besucher, aber dieses in einer Art aktiven Beteiligung. Ich finde die Ausstellung ganz großartig und zwar, weil sie auf ganz kleinem Raum ist und man, wenn man reinkommt, denkt man erstmal so in der ersten Sekunde, das ist eigentlich viel zu klein und es öffnet sich dann aber irgendwie ganz schnell der ganze Bezirk Neukölln, die ganze Lebendigkeit von dem Bezirk, finde ich. Und im Gegensatz zu anderen historischen Ausstellungen, die ich schon gesehen habe, finde ich diese überhaupt nicht langweilig. Mir hat die Ausstellung sehr gut gefallen, weil sie sehr, sehr anschaulich schildert die Vielfalt dieses Bezirks. Auf der einen Seite ist man Locher Neukölln mit den Mietskasernen. Dann gibt es die, ich sage es immer so ein bisschen, die Aufsteigerstadt Neukölln mit dem Gropiusviertel, der Gropiusstadt hin. Mit der Moderne in den 50er und 60er Jahren, die sich als sehr zwiespältig erwiesen hat, weil die Infrastruktur fehlt und so weiter und man heute so auch Städte nicht mehr bauen würde. Ich finde, das ist ein super Konzept gewesen. Es fühlte sich auch alles sehr entspannt an, also nicht nach Regeln, sondern nach einem Rahmen, in dem man sich bewegt. Da haben wir uns ja jetzt alle auch schon so ein Stück weit dran gewöhnt, dass es einfach hier und da immer irgendwelche Besonderheiten gibt. Was ich toll fand, ist, dass man dadurch natürlich nur mit sehr wenigen Menschen in der Ausstellung war. Also es gab kein Gedränge, sondern man konnte das so luftig erleben. Es ist herrliches Wetter heute, das heißt, die Reden und so weiter außen, draußen zu hören in dem Museumsgarten ist sowieso schön. Also ich habe es überhaupt nicht als Einschränkungen erlebt, sondern fand es ein sehr kreatives Konzept, was
irgendwie mit dem Flanieren und Rumlaufen auf eine Weise ja auch sehr schön zu dem Thema passt, dass man eine Stadt erkundet. Dass man so in Bewegung bleibt und rumgeht, finde ich, ist da sehr stimmig.